Also mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin seit 9 Jahren Kurator bei CU Berlin. Ich bin Anne-Christine Bertrand, ebenfalls Kuratorin bei CU Berlin. CU Berlin ist eine gemeinnützige Stiftung und wir machen im Wesentlichen Ausstellungen für Fotografie. Mein Name ist Stefan Erfurt. Ich bin einer der 3 Gründer von CU Berlin und Vorstand der CU Berlin Foundation. CU Berlin ist aus eigener Kraft entstanden, aus Leidenschaft für die Fotografie. CU Berlin hat nie öffentliches Geld vom Bund oder vom Land erhalten. Haben im Postvoramt an der Oranienburger Straße angefangen und sind jetzt ins Amerika-Haus am Bahnhof Zoo umgezogen. Machen aber nicht nur Ausstellungen, sondern eben auch ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm und finanzieren uns im Wesentlichen durch die Eintrittsgelder. Genau, und wie man sieht, stehen wir hier auf einer Baustelle. Wir, CU Berlin, werden ab jetzt den Innenausbau dieses Gebäudes angehen und müssen diesen Innenausbau auch selber finanzieren. Das Amerika-Haus ist 1957 gebaut worden. Man sieht es in der Ermangelung nach dem Zweiten Weltkrieg relativ dürftig gebaut. Ohne Klimatechnik geht hier ganz, ganz wenig. Die Klimatechnik ermöglicht uns, mit den besten Ausstellungshäusern der Welt zusammenzuarbeiten und die schönsten Ausstellungen nach Berlin zu holen. Weiterer ganz wichtiger Faktor natürlich das Licht. Ja, das Licht ist elementar für die Fotografie. Fotografie ist Malen mit Licht. Und genau deshalb brauchen wir eure Hilfe, denn diese Faktoren stehen an. Hier im Oberlichtsaal des Amerika-Hauses haben Robert Frank, Lee Friedlander und Will McBride ausgestellt. Und bald im Herbst 2014, werden mit eurer Hilfe hier wieder die wunderbarsten Ausstellungen stattfinden.